Herzlich willkommen, mein Name ist Kathleen Bergmann und ich bin Ihr Lenormand-Coach. Heute dreht sich mal wieder alles um das Thema Liebe. Haben wir in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Wir haben so viel durchgenommen und durchgearbeitet und deswegen ist heute die Zeit gekommen, sich mal wieder das Thema Liebe genauer anzuschauen mit einer Zweierkombination. Mal sehen, was uns erwartet. Das hier sind meine Epic Light Lenormand-Karten. Und die zeigen uns Brief und Eulen. Das wird jetzt richtig interessant. Den Brief haben wir nämlich gar nicht so oft in unseren Kombinationen. Und ich kann es ja nicht beeinflussen. Ich weiß ja selbst immer nicht, was da zu liegen kommt. Also, wir lernen jetzt. Der Brief hat in puncto Liebe natürlich was mit der gemeinsamen Unterhaltung, mit der gemeinsamen Beschäftigung zu tun. Ja, wie kommuniziert man miteinander? Und das Wie, das beschreiben uns jetzt nämlich die Eulen. Also, für mich spielt nämlich beim Brief gar nicht der Kommunikationskanal eine Rolle. Das variiert heute ständig. Das ist nicht mehr so wie früher, wo man ein Telefon in die Hand nehmen konnte, einen Telefonhörer oder einen Brief schreiben. Super, das war's auch. Ja, oder vor der Tür stehen. Heute ist so eine große Bandbreite an Möglichkeiten gegeben und man wechselt ja auch ständig durch. Also ist das Medium im Prinzip völlig egal. Es geht darum, dass kommuniziert wird und vor allem wie. Das ist doch das absolut Maßgebliche. Mit den Eulen. Sie wissen vielleicht, wenn Sie meine Bücher schon gelesen haben, wenn Sie sich auch schon mal ein bisschen mit meinem Lenormand-Blog beschäftigt haben, der übrigens für alle kostenlos ist, mit unendlich viel Informationsmaterial gespickt. Und Sie wissen es sicherlich auch aus meinen Videos. Die Eulen haben für mich einen etwas anderen Charakter, als er so landläufig gemeinhin gedeutet wird. Für mich spielen die Eulen vor allem in puncto Liebe eine sehr unverbindliche Rolle. Das bedeutet, Unverbindlichkeit ist das Schlagwort schlechthin. Ja, damit haben wir schon die Antwort. Auf welche Art und Weise findet der Kontakt statt? Auf unverbindliche Weise. Heißt eben nicht wirklich regelmäßig, vielleicht auch nicht immer so pünktlich wie erwartet und überhaupt schon mal gar nicht wie erwartet, nämlich eben komplett anders als gedacht. Ja, das heißt, also einmal diese unverbindliche Art, das ist eben mal, ich sage jetzt sporadischer Kontakt, das ist eine sehr gute Bedeutung hier für die Eulen. Sporadischer Kontakt, spontaner Kontakt. Brief-Kontaktkarte, ne? So kann man das eigentlich wunderbar auf einen Punkt bringen, was der Brief in puncto Liebe bedeutet. Es kann aber auch sein mit den Eulen, weil die immer sehr so ein bisschen gegen den Strom schwimmen und immer so ein bisschen auch anders sein wollen, ja, individueller und nicht eben, ja, dass alles so in bestimmte Erwartungen passt, in bestimmte Normen passt, in bestimmte Vorstellungen. Die Eulen bewegen sich immer außerhalb dessen. Es kann nämlich auch sein, dass dieser Kontakt total außergewöhnlich, Punkt A, zustande kommt, ja, also, ja, ich sage jetzt mal eine Geschichte, die nur das Leben schreiben kann, durch eben 1000 Zufälle so ungefähr. Und es kann auch bedeuten, dass der Kontakt auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise geführt wird, also die Kommunikation sehr ungewöhnlich geführt wird. So, dass man vielleicht für sich feststellt, das habe ich so noch nicht gehabt, das kenne ich so gar nicht. Das ist ganz anders als alles, was bisher bei mir so der Fall war. Und das übt natürlich auch so einen gewissen Reiz aus. Ja, also gerade dieses Unerwartete, Ungewöhnliche, das macht es besonders spannend. Und spannend ist auch wieder so ein Schlagwort, was man den Eulen auch gerne zuschreiben kann. Da ist eine gewisse Aufregung dabei. Da kommen wir übrigens auch diesem Aspekt der Unruhe der Eulen recht nahe. Also es ist, ich würde nicht sagen, der Kontakt ist unruhig, passt für mich nicht, sondern er ist irgendwo,
er ist spannend, er ist aufregend, er ist kribbelnd und da tut sich auch immer irgendwie was Neues auf und immer genau in dem Moment, wenn man nicht damit rechnet, ja, das ist also diese ungewöhnliche Facette an der Kommunikation, an dem Kontakt. Vielleicht redet man auch über sehr unübliche Dinge, also vielleicht auch schon zu einem Zeitpunkt, wo man normalerweise sagen würde, ja, da sollte man vielleicht diese und jene Themen irgendwie noch aussparen oder es ist noch ein bisschen zu früh für gewisse Themen. Hier mit den Eulen kann es eben wieder ganz anders sein, ja, dass man wirklich Themen bespricht, die komplett aus dem Rahmen fallen. Also, so ist dieser Kontakt in dem Fall gestrickt. Das ist total simpel und einfach. Man muss die Eulen nur eben ein Stück weit aus ihrer Fixierung sozusagen herausziehen. Man ist dann immer so fixiert auf bestimmte Deutungsaspekte. Eben habe ich schon mal die Unruhe angesprochen. Da gibt es noch andere sehr gewöhnliche Bedeutungen, die aber nicht immer zu den Eulen passen und ihnen auch nicht immer gerecht werden. Genau, also diese Unverbindlichkeit, dann dieser Spannungsbogen, der da drin ist, die ungewöhnliche Art, auch wie der Kontakt zustande kommt. Und durchaus kann es auch mal sein, dass der Kontakt eben recht chaotisch verläuft. Ja, also da ist eben so nichts Straightes drin, keine gerade Spur, keine gerade Linie, sondern es weicht irgendwo immer so ein Stück weit davon ab und es kann auch mal ein Stück weit Achterbahn mit dabei sein, ja, eben auch mal so und mal so, dieses Unberechenbare, das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor bei den Eulen, egal ob es jetzt um die Liebe geht oder irgendwas anderes, Eulen sind immer unberechenbar und genau so gestaltet sich diese Konversation, unvorhersehbar, unberechenbar, unbestimmt. Und ja, das macht hier den Charakter der Beziehung aus oder der werdenden Beziehung, egal in welchem Stadium sie sich befindet. Wir belassen es für heute dabei. Es gibt natürlich noch weitere Videos zu dem Thema und es gab ja auch schon einige, da können Sie auch gerne mal gucken. Unter Videos und Playlists, da finden Sie etliches auch zum Thema Liebe. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen. Hoffe natürlich auch, dass Sie am Ball bleiben und meinen Kanal abonnieren und natürlich auch sehr gerne kommentieren. Bis dann!